Hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es ist eine Art Follow My Day, nennt man das so, ich weiß es nicht. Ja, einfach was ich so den Tag über mache, was so mein vielleicht Standardtag ist, wobei das auch immer schwierig ist zu sagen. Standardtag zum Beispiel heute dachte sich, eignet sich eigentlich ganz gut, aber ich mache dann später doch eine Sache, die ich nicht jeden Tag mache, aber... Ja, fangen wir ganz von vorne an. Ich bin heute um 6.30 Uhr aufgestanden und erstmal ins Gym. Deswegen sehe ich auch so aus. Also ich denke, man erkennt das, dass ich doch ein bisschen zerloddert aussehe vielleicht. Aber was soll's. Wir wollen es ja doch irgendwie real halten. Also ins Gym, ins Fitnessstudio gehe ich 4-mal die Woche. Manchmal ein bisschen weniger, aber eigentlich 4-mal die Woche. Ich habe da jetzt seit 6 Wochen einen Plan, also einen neuen Plan, das ist Richtung Bodybuilding. Es hört sich immer so ein bisschen krass an, Bodybuilding und so, aber es geht einfach nur darum, dass ich bestimmte Regionen trainiere, damit sie etwas schöner aussehen, definierter. Als dass ich jetzt, wie zum Beispiel mein Freund, in die Powerlifting-Kategorie gehe. Da geht es wirklich nur darum, super viel zu liften, also sehr hohe Gewichte und sich auch immer steigern etc. Also klar, ich steigere mich auch mit meinen Gewichten, aber ich mache in der Regel mehrere Wiederholungen als jetzt mein Freund zum Beispiel. Er macht dafür kurze Wiederholungen, aber hat viele Sets. Ich will aber auf jeden Fall auch noch dazu sagen, dass wir beide, also mein Freund, das ist ein bisschen mehr, aber ich auf keinen Fall irgendwie Spezialisten auf diesem Gebiet sind. Das, was wir uns aneignen, sind Dinge aus dem Internet, aber auch da sind ja auch nicht immer Spezialisten unterwegs. Also falls jetzt irgendwelche Fragen zu meinem Plan, zu dem, was ich generell tue und so kommen, das ist wirklich nur das, was ich persönlich für mich mache und für mich gut finde. Man wird es sicherlich auch sehen, ich habe ein bisschen was heute Morgen gefilmt von meinen Wiederholungen, falls sich von euch jemand auskennt mit richtigem Fitness, dass meine Übungen wahrscheinlich auch immer noch sehr, ja, anfängermäßig sind. Also ich glaube, dass meine Form, so nennt man das ja dann, okay ist, aber da gibt es sicherlich auch noch Improvement, also ja. Also Raum für Verbesserung. Ja, manchmal spreche ich so Denglisch, ne? Das ist auch nicht so cool, aber geht vor allem bei diesem Fitnesszeugs nicht anders, weil mein Plan ist auf Englisch. Den habe ich eben auch aus dem Internet und mir dann so ein bisschen mit meinem Freund zusammengestellt. Ja, falls ihr dazu genaueres wissen möchtet, wie mein Plan aussieht, was ich tue, was mein Ziel ist, wie auch immer, kann ich gerne nochmal ein einzelnes Video dazu machen. Aber wie gesagt, ich bin da keine Spezialistin drin. Ich habe nichts in Richtung Fitness oder generell Sport studiert, gelernt, wie auch immer. Also bin ich da auf keinen Fall jetzt irgendwie diejenige, die ihr bei solchen Sachen fragen solltet. Also euch am besten selbst informieren. Aber ich kann natürlich gerne von meiner persönlichen Sicht berichten. Und das werde ich jetzt eben auch tun. Also heute war Deadlifting-Tag. Das ist eine Übung, die ich jetzt seit 6 Wochen das erste Mal tue. Ich bin jetzt aktuell, also heute habe ich mein Gewicht auf 55 Kilo erhöht. Ich glaube, die paar Dinge, die ich euch jetzt gefilmt habe, dazu sind tatsächlich noch mit 50 Kilo. Ich weiß es gar nicht so genau, ob ich da schon erhöht habe oder nicht. Weil ich habe nur die letzten 2 oder 3 Wiederholungen. Also ich mache 5 Sets mit jeweils 3 Wiederholungen. Ja, weiß ich jetzt nicht, ob ich euch da von den letzten was gefilmt habe oder von den vorherigen. Auf jeden Fall 55 Kilo aktuell, das ist fast mein Körpergewicht und mein Ziel ist jetzt auch erstmal mein Körpergewicht zu erreichen, weil ich das schon ziemlich cool finde, wenn man sagen kann, ich kann mein eigenes Körpergewicht deadliften. Aber allgemein ist diese Deadlifting-Form bzw. das Deadlifting ja auch dazu da, dadurch, dass man sowohl die Beine als auch den Rücken mittrainiert, dass man da auch mehr mit
Gewichte heben kann. Und das finde ich einfach cool. Es ist irgendwie ein tolles Gefühl, so viele Kilos heben zu können. Ich weiß auch nicht. Ja, es gibt mir einfach einen ultimativen Kick so irgendwie. Genau, also das war auf jeden Fall meine erste Übung heute. Dann habe ich Close Grip Bench Lifting. Benchlifting gemacht. Bench Press heißt es, genau. Also normal macht man ungefähr so. Man liegt da auf so einer Bank, für diejenigen, die es nicht kennen, und hebt das dann halt hoch, ne? So, zack. Und ich habe jetzt heute die gemacht, die ein bisschen enger sind. Also man hat da ungefähr so, ja, kopfmäßig hat man die Hände und macht dann die Übungen. Das habe ich jetzt allerdings nicht gefilmt, weil, ja, es ist ein bisschen blöd, so wie das arrangiert ist. Ich habe einen kleinen Clip, wie Arma, mein Freund, hinter mir Klimmzüge macht und wie ich gerade warte, bis mein nächstes Set losgeht, weil, ja, ich mache natürlich auch immer Pausen, so 2 Minuten immer zwischen jedem Set. Einfach, dass man sich auch ein bisschen regeneriert zwischendurch. Und das ist so das. Dann habe ich Barbell Rows gemacht, also quasi Rudern mit der Stange. Da habe ich euch auch einen kleinen Clip dazu abgefilmt. Da habe ich heute auch erhöht. Ich glaube tatsächlich, dass hier die Aufnahmen noch mit dem etwas geringeren Gewicht sind, aber macht ja nichts. Wenn ihr jetzt denkt, dass die Gewichte, die ich stemme, viel sind, weil ihr vielleicht euch auch da nicht auskennt, wie gesagt, für mich ist es auch alles immer noch Neuland, was dieses ganze Bodybuilding, Powerlifting etc. angeht. Ja, da gibt es auf jeden Fall extrem viel Luft nach oben. Gerade auch mein Freund eben als Powerlifter, der, ich weiß nicht, deadliftet über 100 Kilo, glaube ich. Also der könnte mich, glaube ich, zweimal von mir, wenn nicht sogar 3 von mir deadliften. Ich weiß es gar nicht genau, was er letztens gesagt hat. Aber da ist auf jeden Fall, ja, also dass ich mein eigenes Körpergewicht erreiche, ist ein ziemlich kleingesetztes Ziel jetzt erstmal für mich. Natürlich kann man jetzt da Frau und Mann auch nicht vergleichen, ist mir auch klar, aber trotzdem. Ja. Einfach, dass ihr da vielleicht auch mal so eine Referenz habt oder einen Vergleich, wie auch immer, auch wenn man den Vergleich nicht ziehen kann. Ja. Genau, nach den Close Grip. Nee, Quatsch. Nach dem Rudern habe ich dann noch ein Workout von Pamela Reif gemacht. Und das habe ich jetzt auch nicht gefilmt. Also ich bin mir relativ sicher, dass ihr Pamela Reif kennt, oder? Also es ist ja eine der größeren Fitness-Sprotzkanonen auf YouTube und vor allem Instagram. Da hat sie ja angefangen. Sie kommt halt hier auch aus Karlsruhe, weshalb ich das cool finde, dass ich sie damit zusätzlich irgendwie mit meinen Views und Likes und was auch immer unterstützen kann. Ich bin jetzt nicht ursprünglich aus Karlsruhe, aber trotzdem ist es irgendwie cool, dass sie hier auch immer noch wohnt und sowas. Und ich wohne ja hier auch schon eine lange Zeit. Ja, aber ihre Workouts sind Killer. Also wenn ihr da noch nichts probiert habt und Lust drauf habt, mal euch so richtig auszupowern, kann ich euch die nur empfehlen. Ich finde auch gut, dass sie nicht so viel spricht. Sie hat auch ein paar Live-Videos, wo sie dann alles erklärt. Das ist dann auch nicht schlecht für Anfänger, denke ich. Aber an sich finde ich cool, dass sie halt einfach loslegt und dass da coole Musik läuft und dass man so mitmachen kann und es auch Spaß macht. Aber ihre Ab-Workouts, also für die Bauchmuskeln, hui, ich mache immer das 10-Minuten-Programm, das auch schon ein bisschen älter ist von ihr. Es ist ein bisschen älteres Video. Das ist richtig killer. Ich habe, glaube ich, eine kleine Frequenz abgefilmt, wo ich auf dem Boden liege nach dem Workout und einfach nur noch kaputt bin. Also so. Und noch schlimmer fühlt man sich dann, glaube ich, wenn man es das erste Mal macht. Natürlich kommt es auch drauf an, wie fit man ist, allgemein, bla bla bla. Ja, also das zu meinem Fitness. Ich mache immer bestimmte Übungen, bestimmte Sachen, aber wie gesagt, wenn ihr da irgendwie mehr dazu erfahren möchtet, lasst es mich gerne wissen. Und dann bin ich dieses Mal alleine nach Hause gefahren. Mein Freund ist jetzt im Büro. Der ist heute mal ins Office gefahren. Wir können uns entscheiden, ob wir Homeoffice machen oder im Büro arbeiten. In der Regel machen wir beide Homeoffice. Er ist dann im Wohnzimmer. Ich bin hier
in meinem kleinen Homeoffice-Areal, das auch zusätzlich mein Studio ist für meine Etsy-Sachen. Also ich mache hier eigentlich so gut wie alles. Ist im Schlafzimmer. Ja, wir haben nur eine Zweizimmerwohnung. Aber es funktioniert irgendwie. Genau, also da bin ich jetzt dann heute mal alleine nach Hause gekommen. Das ist dann die zweite Sache, die jetzt nicht unbedingt typisch ist vom Alltag, weil sonst, ja, arbeiten wir hier quasi, ja, mehr oder weniger nebeneinander zu Hause. Wir sind beide Marketingmanager, wir arbeiten beide bei der gleichen Firma. Also wir sind sowohl in der gleichen Firma als auch im gleichen Department. Jetzt fällt mir dazu das deutsche Wort nicht ein. In der gleichen Abteilung. Genau. Mag vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen komisch sein, aber bei uns funktioniert das sehr gut. Ja, und wo ich arbeite, möchte ich jetzt ungern sagen. Vielleicht wissen es aber eh schon der ein oder andere. Wir dürfen es theoretisch auch sagen von unserer Firma aus. Aber ich möchte das halt einfach nicht. Da habe ich mich jetzt heute Morgen eingeloggt. Wir haben jetzt kurz vor 12, also kurz vor Mittagszeit. Deswegen kann ich jetzt auch kurz mal ein bisschen mit euch quatschen. Generell im Homeoffice ist das ja auch so, dass man immer auch mal wieder ein paar Minuten was anderes machen kann. Man muss die Zeit halt nur hinten dran hängen. Also bei uns ist es flexible Arbeitszeit. Wir können uns die 8 Stunden aufteilen, aber natürlich hat man trotzdem Meetings. Die finden bei uns alle online statt. Ich hatte vorhin auch schon ein Meeting mit meinem Chef. Das ist so eine alle 2 Wochen so ein Sync mit ihm direkt, das hat jeder von uns und da, ja, wenn es Probleme gibt oder wenn es irgendwelche Sachen gibt, To-Dos, alles Sachen werden ausgetauscht, das ist auch alles easy, das hört sich, glaube ich, so ein bisschen schlimmer an, wenn man sagt, man hat immer regelmäßig einen Termin mit dem Chef, aber es ist einfach, ja, wichtig auch irgendwo, ne, dass man sich mit meinem Chef gerade so im Home, mit seinem Chef gerade so im Homeoffice regelmäßig austauscht. Genau, also ein Meeting hatte ich schon, dann habe ich heute Nachmittag um 13 Uhr noch ein Meeting, wo ich 2 meiner Kollegen was erkläre. Die beiden sind, also der eine ist neu, deswegen erkläre ich ihm was und der andere würde das Thema gerne wissen. Er ist eigentlich für was anderes zuständig, aber ja, deswegen erkläre ich es den beiden. Das sind zufälligerweise heute 2 deutsche Meetings, also mein Chef spricht Deutsch und die 2 Kollegen auch. Aber allgemein ist unsere Firma international. Obwohl sie nur einen Standort hier in Deutschland hat. Aber ja, wir haben Mitarbeiter von überall und deswegen ist unsere offizielle Sprache auch Englisch. Sobald irgendwas an alle kommuniziert wird, ist es immer in Englisch und ja, in der Regel sind unsere Meetings auch auf Englisch, außer es ist halt wirklich jeder Deutsch. Dann ist klar, dass man dann Deutsch spricht. Ja, Marketing-Management-Aufgaben variieren täglich. Also auch hier gibt es eigentlich keinen typischen Tag. Generell an unserer Abteilung sieht man das auch schon. Es gibt Leute, die machen E-Mail-Marketing, es gibt Leute, die machen Banner, also so nur auf unseren Seiten. Interne Werbebanner sind es irgendwo auch schon, aber ja, da wird halt vom einen Produkt aufs andere Produkt Werbung betrieben, also ja, Cross-Marketing im Prinzip. Der Begriff Marketing Manager, by the way, ist halt auch immer sehr, sehr weit gegriffen und ich glaube, jeder assoziiert da ein bisschen was anderes mit oder unterschiedliche Dinge mit. Aber ja, es gibt eben E-Mail-Marketing, es gibt Influencer-Marketing, das wird jetzt auch seit einem Jahr, bisschen mehr, glaube ich, sehr groß bei uns geschrieben. Social Media zum Beispiel würde man vielleicht jetzt auch dazu zählen, gehört aber in eine andere Abteilung bei uns in der Firma. Ja, wir machen indirekt auch irgendwo solche Social Media. Wir sind für ein bzw. mehrere Produkte zuständig und machen da wirklich die komplette Marketingplanung. Also da gehört dann eben auch Influencer und Social Media dazu. Aber die Sachen übernehmen dann andere Leute. Wir planen nur wirklich das grobe Konzept, was wir gerne für bestimmte Projekte machen würden. Und tragen das dann in ein Konzept ein, das Budget wird verteilt, also diese Dinge. Und das, was ich dann tatsächlich, ich und meine Kollegen, die das Gleiche machen wie ich,
was wir wirklich direkt machen zum Kampagnen. Also das ist das, was indirekt mit Social Media dann gemeint ist. Wir machen Kampagnen auf Facebook und Google. Instagram auch ab und an, aber hauptsächlich tatsächlich Facebook und Google. Und da setzen wir eben die Kampagnen dann regelmäßig auf. Es geht darum, die Kennzahlen zu vergleichen, die Kennzahlen auch im Auge zu behalten, ob was vielleicht explodiert, dann muss man das pausieren etc. Also das ist so mein Aufgabengebiet. Ich habe mal ein paar mehr Meetings, mal gar keine. Es variiert immer so ein bisschen und ja, es ist halt wie gesagt sehr schwer zu sagen, was so mein typischer Alltag ist, weil den gibt es eigentlich nicht. Also es ist jeden Tag irgendwie was anderes und gerade diese Abwechslung finde ich persönlich super toll. Mir macht am meisten allerdings die Marketingplanung wirklich Spaß, also Budgetverteilung, Ideen sammeln, was könnte man jetzt für das Projekt A, B oder C tun, welches davon ein bisschen größer, was wollen wir erreichen. Also diese Dinge finde ich persönlich am spannendsten, aber ab und an Kampagnen erstellen ist auch cool, wobei das halt sehr repetitiv ist, aber es gehört halt einfach zu meinem Job und dann wird es natürlich auch erledigt, keine Frage. Ja, das wie gesagt zu meinem Arbeitsalltag. Wie gesagt, ich arbeite 8 Stunden, wobei ich heute tatsächlich ein bisschen früher Schluss mache. Also das kann man auch machen, wenn man es abspricht und wenn man halt seine wöchentliche Zeit dann auch einteilt. Also ich habe jetzt, also wir haben alle eine 40-Stunden-Woche und weil ich heute jetzt ein bisschen früher Schluss mache, kann ich das dann morgen, übermorgen, wie auch immer, dran setzen. Das werde ich natürlich auch tun, auch wenn es nicht wirklich kontrolliert wird, aber mir persönlich ist es einfach auch wichtig, dass ich diese Arbeitszeit einhalte. Manchmal arbeite ich sogar mehr pro Woche. Das kommt immer auch so auf die Projekte drauf an, auf die Woche drauf an. Ja, und ich war jetzt um 9.30 Uhr online. Und jetzt ist es gleich 12 Uhr. Ich werde mir jetzt auch gleich was zum Mittagessen machen. Und wie gesagt, heute werde ich ein bisschen früher Schluss machen, weil ich tatsächlich mit einer Freundin noch in die Stadt gehe. Ja, also da einfach ein bisschen früher. Vielleicht logge ich mich später noch mal ein bisschen ein. Das könnte ich theoretisch auch machen, wenn ich noch was zu erledigen habe. Das überlege ich mir mal noch. Genau. Aber in der Regel 8 Stunden Block arbeiten mit natürlich Pause zwischendurch. Wobei ich heute auch die Pause dann zum Beispiel ein bisschen kürzer mache, weil ich halt früher Schluss mache. Ja, und dann in der Regel erledige ich noch ein bisschen was für meinen Etsy-Shop. Neue Produkte entwerfen, Bestellungen abpacken oder verpacken, abschicken, Nachrichten beantworten, Produktfotos machen, Social Media, das steht zum Beispiel heute auf meiner Liste. Ah, jetzt habe ich gerade eine spontane Anfrage für einen Call, für einen Sync. Das, was man halt jetzt nicht am Arbeitsplatz machen kann, so, hey, hast du mal kurz 5 Minuten, ich möchte mal mit dir über ein Thema sprechen. Ja, ich weiß nicht mehr, über was ich gesprochen habe, aber ich versuche auf das Etsy-Thema dann danach zurückzukommen. So, das ging jetzt relativ schnell. Trotzdem weiß ich nicht mehr so ganz genau, was ich erzählt habe. Ich habe auf jeden Fall was von meinem Etsy-Shop erzählt. Ich glaube, bei Social Media war ich hängen geblieben, denn das übernehme ich natürlich auch alles selbst. Ich bin da so ein bisschen eine Ein-Mann-Show. Das ist, falls ihr es noch nicht wisst, so mein Side-Business. Also ich habe im März habe ich einen Etsy-Shop aufgemacht und ja, das natürlich auch alles gewerblich eingetragen etc., aber ich mache es halt eben nebenberuflich. Deswegen muss ich da auch meine Zeit so ein bisschen aufteilen. Natürlich sollte es niemals mit meinem Hauptberuf irgendwie in Koalition, nein, in... Natürlich sollte es nie mit meinem Hauptberuf irgendwie Probleme geben, kollidieren. Ist das das Wort? Ich glaube schon. also deswegen mache ich immer meine Arbeit und dann mein Shop-Zeugs. Außer ich habe halt jetzt was privat oder so zu tun. Genau. Dann lese ich meistens noch, weil Lesen ja auch für diesen Kanal wichtig ist, beziehungsweise mir persönlich auch wichtig ist. Und seit neuestem habe ich jetzt auch wieder das
Häkeln angefangen. Da habe ich auch ein Projekt gerade am Start. Dann ist hier ja noch ein Kätzchen, das gefüttert wird. Mein Freund und ich schauen öfter auch noch mal ein paar Filme oder irgendwas zusammen. Wir gehen spazieren, wie auch immer. Also das ist so mein Leben. ja, für viele mag das viel sein. Es ist auch viel. Also ich merke, dass ich mir öfter auch mal freie Tage nehmen muss, gerade so aktuell. Denn es ist manchmal ein bisschen viel, gerade auch wenn mein Kopf irgendwo anders ist, wenn ich gerade an bestimmte Produkte denke oder Bestellungen oder wie auch immer für meinen Shop, aber halt auf der Hauptarbeit auch viel zu tun habe und da Dinge zu erledigen habe, kollidiert es insofern manchmal schon, aber natürlich meine Arbeitszeit nicht. Also das mache ich auf jeden Fall klar. Und es ist auch wichtig, dass ich Selbstmanagement gut irgendwie vorbereite und mache. Aber manchmal ist es trotz allem einfach auch ein bisschen viel, ne? Ich glaube, das ist verständlich und deswegen gab es immer mal wieder jetzt in der letzten Zeit, glaube ich, auch auf diesem Kanal so ein paar Tage, wo ich dann meinen Sonntag-Upload nicht hinbekommen habe oder sehr spät dann sonntags kam oder mal auch kein Video kam, weil ich dann auch mal im Urlaub war und so. Ja, aber ich denke, ich hoffe, es ist irgendwo alles verständlich und es ist auch wichtig, dass ich mir meine persönliche Freizeit nehme, weshalb ich mich jetzt auch sehr darauf freue, heute Abend mit meiner Freundin in die Stadt zu gehen, dass wir da einfach mal ein bisschen rumlaufen, rumbummeln. Ich weiß nicht, ob sie bestimmte Dinge im Kopf hatte, was sie braucht, weil sie hat eben mich gefragt und ich habe gesagt, ja klar, bin ich dabei. ja, also da werde ich euch auch jetzt nicht großartig mitnehmen. Ich ja, möchte sie auch jetzt nicht filmen oder sowas. Auch wenn ich glaube, dass sie da nichts dagegen hätte. Aber ich finde es einfach dann privater, angenehmer, persönlicher, wenn man dann nicht die Kamera mitschleppt und dann auch nicht so fragt. Genau, das dazu habe ich jetzt euch alles erzählt erstmal vorab. Ich glaube schon. Ich werde jetzt auf jeden Fall mal was zum Mittag essen. Ich habe heute bis auf so ein Stück von meinem Proteinriegel, weil ich auch immer versuche, einiges an Protein zu essen, noch nichts gegessen. Ah nein, das stimmt nicht. Seit neuestem esse ich jetzt auch ganz früh morgens. Das muss ich mir richtig runterschlingen. Ja, noch schnell ein Toastbrot mit Peanut Butter and Jelly, also Erdnussbutter und Marmelade. Einfach, dass ich ein bisschen gestärkt bin auch fürs Fitnessstudio. Aber das muss ich wirklich runterschlingen. Ich bin auch generell gar kein Morgenmensch, aber ich gehe so früh morgens ins Fitnessstudio, weil da ist am wenigsten los. Die Leute, die dann dort auch sind, haben sich bisher auch alle immer an die Maskenpflicht gehalten, die zwischen den Übungen ist. Also wenn man seine Übung macht und man steht jetzt nicht irgendwie Klatsch auf Klatsch mit einer anderen Person, kann man seine Maske auch abnehmen. Das mag man jetzt sinnvoll finden oder nicht. Aber trotzdem halten sich da alle an die Abstandsregeln, an die Maskenpflicht. Man kann auch nur getestet und mit Impfung oder genesen in dieses Fitnessstudio rein. Aber mir ist es eben trotzdem wichtig, zu einer Zeit zu gehen, wo nicht so viel los ist. Nicht nur wegen dem, was jetzt alles so immer noch in der Welt um sich geht. Mein Freund und ich sind ja beide auch geimpft. Aber allgemein, man wartet dann da ewig auf Geräte, bis die endlich frei sind und es macht dann einfach auch keinen Spaß. Deswegen frühmorgens, auch wenn es eine extreme Überwindung für mich ist. Und dann habe ich es auch erledigt für den Tag über, dann arbeiten, dann Etsy und dann Freizeit ist so aktuell meine Planung. Ja. Aber jetzt Mittagspause. Da schaue ich mir meistens einen Film an, meistens eben oder eigentlich in der Regel mit meinem Freund zusammen, aber da er jetzt heute nicht da ist, wird es eine kurze Pause mit vielleicht ein bisschen ein paar Seiten lesen. Da habe ich jetzt nämlich immer noch Der lange Weg zu einem kleinen zornigen Planeten von Becky Chambers zu lesen. Ich habe jetzt noch ein bisschen mehr als 100 Seiten vor mir, vielleicht sogar 200 fast. Aber Svenja ist schon fertig. Ich lese das ja zusammen mit Svenja vom Kanal Secret of the Books. Und sie hat das jetzt gestern, glaube ich, oder heute Morgen oder so, schon beendet.
Ja, ich hinke sehr hinterher. Also ich merke leider auch, dass meine Lesezeit, Leselust vor allem auch aktuell so ein bisschen nachgelassen hat. Ich weiß nicht, ob ich allgemein in der Leseflaute bin oder ob es einfach daran liegt, dass mein Kopf bei allen möglichen Dingen aktuell ist. Aber mir das natürlich auch Spaß macht und ich da gerne meine Prioritäten drauf legen würde oder lege. Ich weiß es nicht. Ja, aber jetzt habe ich wirklich zu viel gequasselt. Ich habe jetzt ja auch schon quasi Pause gemacht, aber jetzt essen wir erstmal was und ich melde mich dann später nochmal, wenn ich was zu berichten habe. So, es ist jetzt kurz vor 4, um 4:30 geht's los. Deswegen mache ich jetzt ein kleines bisschen Make-up in mein Gesicht. Ich war in der Mittagspause duschen, dann hatte ich um 13 Uhr noch ein Meeting. Das lief einwandfrei, ging allerdings ein bisschen länger. Da habe jetzt hauptsächlich ich was präsentiert, weil ich ja eben so eine kleine Einleitung gemacht habe. Ja, und dann habe ich so ein paar Kleinigkeiten heute noch erledigt. Also es war jetzt nicht super busy. Von daher ist es, glaube ich, vollkommen in Ordnung, dass ich auch früher gehe. Weil klar, in einer busy Zeit, wo ich jetzt auf einem großen Projekt wäre oder sowas, könnte ich jetzt nicht einfach mal früher Schluss machen. Das ist natürlich klar und hätte ich vielleicht schon vorher dazu sagen müssen. Sorry für das schlechte Licht hier drin. Das ist nicht so nice, aber vielleicht kriege ich hier oben das Licht angeschaltet. Das mache ich jetzt mal schnell. Ja, wirklich besser ist es nicht, aber ja, was soll's. Was gibt es noch sonst zu erzählen? Ich glaube tatsächlich eher nicht. Außer vielleicht, wie lange ich schon als Marketingmanager arbeite. Ich bin jetzt dort in der Firma seit 3 Jahren und 10 Monaten. Am 8. sind es 10 Monate, ja. Also krass, schon fast 4 Jahre. Zeit vergeht echt schnell. Und ja, ich habe direkt nach dem Studium, ich habe International Management in Karlsruhe eben auch studiert. Und ja, direkt nach dem Studium habe ich dann dort, wo ich jetzt bin, angefangen. Genau. Wie gesagt, jetzt geht es gleich in die Stadt mit einer Freundin. Wir treffen uns am Ettlinger Tor, am Ettlinger Tor-Zentrum für alle Karlsruher von euch, die das kennen. Also ich denke, wenn man hier aus dem Umkreis kommt, kennt man das Einkaufszentrum. Sie möchte nach Klamotten gucken. Da bin ich hauptsächlich Shoppingberater, weil ich habe genug Zeug. Also ich brauche eigentlich nichts, aber wer weiß, man kennt ja so die typische Frau, ne? Also ich würde mich schon eher so als typische Frau bezeichnen, wobei das auch blöd ist, das so zu sagen. Typisch, was ist schon typisch, ne? Aber ich bin so die Frau, die halt sagt, ich brauche eigentlich nichts, aber hat den Kleiderschrank voll mit Klamotten und findet dann irgendwie doch nie was zum Anziehen. Ja. Und deswegen, wer weiß. Wir haben jetzt zum Beispiel am Freitag auch eine Firmenfeier, mal wieder seit Ewigkeiten, seit alles anfing mit. Ja, ihr wisst schon was. Man will es ja irgendwie nicht so oft sagen, weil sonst ist es dieses Wort, das man nicht mehr sagen soll, fast in jedem Satz drin, ne? Aber seitdem haben wir nur so Mini-Partys gehabt. Mit natürlich bestimmten Einschränkungen und allem. Und jetzt gibt es mal wieder eine größere Party für alle, die kommen wollen und die geimpft oder getestet sind. Ja, und da freue ich mich sehr drauf. Da das draußen ist, wird Zwiebellook angesagt sein, aber vielleicht findet man ja doch irgendwas Schönes dafür. Ich bin immer so eine, sagt man dazu, Veranstaltungskäuferin. Also ich kaufe immer sehr gerne Klamotten ein für bestimmte Veranstaltungen oder Aktionen. Und ja, ich habe jetzt auch schon länger nichts mehr gekauft, aber also an Klamotten. Aber brauche, wie gesagt, eigentlich nichts. Ja.
So viel denke ich jetzt wirklich dazu. Ich muss euch jetzt nicht noch weiter voll labern. Wie gesagt, ich mache mich jetzt ein kleines bisschen fertig. Dann geht es in einer halben Stunde los. Und ich werde euch einfach zeigen, was ich so kaufe, wenn ich überhaupt was kaufe. Ich habe eigentlich vor, ein bisschen Wolle für so ein bisschen Häkeln und sowas noch zu kaufen. Aber eigentlich habe ich vor, so gut wie nichts zu kaufen. Wir werden sehen. Ja, bis später. Ah. So, ich bin von der Stadt zurück. Und es sieht nach viel aus, was ich gekauft habe. Ich habe mir diese Tüte mitgenommen, nur für den Fall der Fälle. Und habe dann die hier noch gefüllt. Es ist allerdings alles Wolle. Also deswegen sieht es so viel aus. Ich habe Wolle gekauft und dann doch 3 Kleidungsstücke bei H&M. Ja, die zeige ich euch jetzt schnell mal zuerst einfach. Und zwar habe ich ein Crop Top in diesem wirklich schönen Baby Himmelblau. Ich mag das sehr, sehr gerne, die Farbe. Und ja, auch diese Passform, bin ich ein absoluter Fan davon. So eine Boxer, nennt man das Boxing Shirt, ich weiß es nicht genau. Ist cropped, aber ich finde es, wie gesagt, super. Und das habe ich dann auch noch in einer H&M Sport Version gekauft. Also ist jetzt einfach nur schwarz, weil ich immer High-Waisted Jeans anhab oder High-Waisted vor allem ja, Workout-Kleidung. Also da finde ich das dann immer super, wenn da nicht zu viel Stoff irgendwie beim Workout da ist. Und ich habe eh ein neues Oberteil gebraucht zum Sport machen. Deswegen das hier. Das ist natürlich nicht zum Sport, aber könnte man theoretisch da auch anziehen. Und ja, eine High-Waist-Jeans habe ich gekauft, die jetzt eine Nummer kleiner ist als meine anderen, weil die sind alle so ganz leicht zu groß. Aber irgendwie geht es dann doch immer, weshalb ich jetzt lange doch keine neue gekauft habe. Aber ja, jetzt habe ich es dann doch mal gewagt und einfach eine relativ normale blaue, dunkelblaue Waschung gekauft. Ja, das ist das. Und ich habe außerdem auch 15% Rabatt bekommen, weil ich beim H&M Club dabei bin. Also das war nicht schlecht. Trotz allem, also die Jeans habe ich schon gebraucht und vielleicht auch das Sportoberteil, aber es war jetzt alles kein Must-Have. Aber ich habe mich zurückgehalten, es gab so viele schöne Sachen, also ja, ist noch okay. So, dann Wolle. Ich kaufe bei Woolworth meine Wolle, die ist jetzt nicht die beste, aber ich meine, es ist ja nur ein Hobby, das ich jetzt aktuell nachgehe, wieder mehr dem Häkeln. Ja, und da habe ich jetzt einfach so ganz dicke Wolle gekauft, weil ich würde gerne ein Pullover oder Cardigan stricken. Nee, nicht stricken, häkeln. Stricken kann ich gar nicht. Muss ich mir mal selbst beibringen oder möchte ich. Ist eigentlich auch auf meiner Bucketlist. Ja, aber ich habe jetzt so ganz dicke Wolle in verschiedenen Farben gekauft. Das sieht jetzt, glaube ich, schwarz aus, ist aber tatsächlich dunkelblau. Schwarz hatten sie nicht. Ein Grün, ich weiß jetzt nicht, inwiefern die Kamera die Farben gut rüberbringt. Ja, ich habe halt von allen so ein paar mitgenommen. Von den meisten habe ich 2 genommen. Das ist ein Grau. Ich glaube, man sieht keinen Unterschied zum Grün. So vielleicht, ja. Und dann habe ich 2 verschiedene Gelbtöne. Es ist eher so ein Senf und ein ganz zartes, süßes Gelb. Also da kann ich so verschiedene Dinge mitmachen. Das ist ein Mintgrün. Hier sieht man das Grau daneben. Ja, und die Farben wiederholen sich eben, wie gesagt. Ah, ich habe noch einmal Altrosa mitgenommen. Das finde ich auch ganz schön. Mal gucken. Wenn euch da noch mehr dazu interessiert, also ihr habt das ja in meinem letzten Vlog so ein bisschen geäußert, kann ich da gerne auch noch ein bisschen was machen. Allerdings werde ich auf meinem Zweitkanal auch ein Video jetzt endlich mal hochladen, demnächst, wo ich zu meinem aktuellen Projekt, das liegt auch da vorne,
Meersalbe. Ja, und zur Markierung, wenn ich mal was rund häkle, habe ich mir noch normale Sicherheitsnadeln gekauft, weil die hatten keine Häkelmarkierer oder Garnmarkierer oder ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Ja, das war das. Es war wunderbar in der Stadt. Es hat viel Spaß gemacht, mal endlich wieder mit einer Freundin da unterwegs zu sein. Das habe ich wirklich jetzt schon ewig nicht mehr gemacht. Wir haben geschnackt und Kaffee getrunken. Ich hatte meinen Pumpkin Spice Latte. Ich liebe dieses Getränk. Das ist wirklich die einzige Zeit im Jahr, wo ich zu Starbucks gehe. Sonst gehe ich da nicht hin. Aber ja, Pumpkin Spice Latte ist einfach wunderbar. Ich sollte mir vielleicht einfach mal so Sirup oder sowas kaufen. Ja, und das ist mein aktuelles Häkelprojekt. Ich glaube nicht, dass man erkennt, was es ist. Das hier muss jetzt gerade noch fertig genäht werden. Und dann kommen hier noch Henkel dran. Und dann wisst ihr vielleicht, was es sein soll. Ja, ist es jetzt natürlich noch verkehrt rum. Aber das habe ich gehäkelt tatsächlich. Mein erstes größeres Projekt, das ich gehäkelt habe. Ich habe Häkeln als Kind gelernt. Und kann es immer noch tatsächlich. Ich habe jetzt wirklich jahrelang nicht mehr gehäkelt. Und damals so mit 10... jünger, älter, ich weiß es nicht mehr genau, plus minus ein paar Jahre, habe ich Topflappen und so Zeugs gehäkelt und auch alles nur mit Single Crochet, heißt es auf Englisch, ganz normalen Häkelreihen. Aktuell schaue ich sehr viel Häkelvideos auf Englisch, wie man jetzt vielleicht merkt. Deswegen sind mir gerade die englischen Begriffe geläufiger. Das ist gerade ein bisschen blöd, aber was soll's. Ja, das ist es gerade, mein Projekt. Das ist Baumwolle und es fühlt sich sehr, sehr toll an. Das hier ist 100% Polyacryl, aber es fühlt sich sehr geschmeidig und schön an. Deswegen habe ich das ausgewählt. Und ich wollte halt auch mal eine dickere Wolle und für 2,99 pro Garn fand ich das ein guter Preis. Ja, ich habe in der Bahn auch tatsächlich noch ein bisschen gelesen. Und mein Plan für heute Abend ist auf jeden Fall, meine Hobbys und meinen Shop so ein bisschen weiterzumachen. Also ich möchte auf jeden Fall noch ein bisschen was für meinen Shop machen. Also so ein Reel vielleicht auf Instagram posten. Aber ansonsten mache ich, glaube ich, heute für meinen Shop tatsächlich nicht mehr viel und konzentriere mich jetzt auf dieses Hobby, sodass da auch mein Video noch fertig wird, dann, da will ich ein bisschen was dazu aufnehmen und dass eben auch das Projekt fertig wird und lesen würde ich gerne auch, ja, das habe ich mir jetzt vorgenommen, anstatt jetzt sehr viel noch für den Shop zu machen, habe ich mich jetzt in den letzten Tagen sehr drauf konzentriert, aber so ist eben mein Alltag auch oft, dass ich irgendwie ein bisschen entweder oder entscheiden muss. Ich versuche trotzdem beides zu tun. Also immer auch ein bisschen was für den Shop und oder mein Nebengewerbe. Ja, und halt Hobbys auch nachgehen, weil es ist natürlich auch wichtig, dass man Work-Life-Balance auch irgendwie aufrechterhält, ne? Ja, mehr gibt es jetzt aktuell nicht zu erzählen. Und ich melde mich dann, wenn es wieder irgendwas zu berichten gibt, beziehungsweise ihr werdet jetzt wahrscheinlich so ein bisschen Mood-Clips oder wie man die auch immer nennt, sehen. Zurück im Bad und jetzt ist das Licht besser. Ich weiß auch nicht warum. Ja, es ist jetzt Zeit, mich Bett fertig zu machen, abzuschminken, meine Zähne zu putzen und dann auch tatsächlich zu schlafen. Beziehungsweise ich möchte gerne erstmal noch ein bisschen häkeln. Das habe ich vorhin schon ein bisschen gemacht und ja, ich habe auch mein Reel gemacht. Also ja, ein bisschen was für den Shop ist abgehakt. Das habe ich heute tatsächlich gemacht. Lesen habe ich
Gelesen habe ich ja immerhin ein bisschen was und ich höre außerdem auch noch ein Hörbuch. Das habe ich euch jetzt noch gar nicht gezeigt. Also ja, ein bisschen was habe ich da immerhin jetzt auch schon gemacht. Schauen wir mal, was vorm zu Bett gehen noch so geht, aber wahrscheinlich nicht mehr viel. Ja, trotz allem wollte ich den Vlog, dieses Follow My Day, jetzt beenden. Ich hoffe, es war vielleicht doch irgendwo relativ interessant, wie ich meine Zeit so aufteile. Wie gesagt, das war jetzt nicht komplett ein typisch klassischer Tag, aber zum größten Teil auf jeden Fall schon. Und ja, ich wollte mal ein bisschen was anderes machen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Macht's gut, bis dahin, ihr Lieben. Tschüss.